Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit Tekna von Wings Club, wozu ich einen Make-up-Look kreiere. Tekna und Layla mache ich jetzt in einzelnen Videos, damit die Videos etwas kürzer werden, damit ihr euch die auch bis zum Ende anschaut. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und ja, ich würde sagen, los geht's. Zuerst fange ich wieder mit den Augenbrauen an, dafür color correcte ich sie ein bisschen. Und pudere sie dann erstmal ab. Danach zeichne ich mir die Augenbrauen mit einem pinken Lip Liner vor. Und fülle sie mit rosanen Lidschatten aus. Dabei versuche ich auch wieder nach außen hin ein dunkleres Pink zu nehmen, das ist ein bisschen dreidimensionaler aussieht und nicht wie aufgedruckt. Dann trage ich mir wieder meinen Lidschattenprimer von ABH auf und korrigiere damit auch die Augenbrauen. Dann habe ich es Alicia Marie gleich getan und mit Afterlife erstmal die Base gesettet. Und da Tekna die Federtechnologie ist, wollte ich auf jeden Fall einen grafischen Eyeshadow-Look und zeichne mir mit einem anderen Lip Liner erstmal die Form vor. In die Mitte gebe ich dann erstmal ein glitzerndes Flieder. Und außen blende ich ein dunkleres Lila rein. Mit Concealer korrigiere ich die Eyeshadow-Form nochmal, damit sie schön scharf wird. Und da Teknas typische Farben lila und giftgrün sind, mache ich mir einen grünen Eyeliner. Mit einem schwarzen Eyeliner verdichte ich mir nochmal meinen oberen Wimpernkranz. Und mit einem weißen Eyeliner zeichne ich noch ein paar Details. Dann geht's an die Base und zwar trage ich mir meine neue Foundation von Urban Decay auf. Und meinen heißgeliebten Concealer von e.l.f. Cosmetics. Abgepudert wird von dem Loose Powder von Laura Mercier. Und konturieren werde ich wieder mit dem Hoola Light Bronzer. Als Blush nehme ich das Flower Power Blush von Colourpop aus der Animal Crossing Kollektion. Und als Highlighter, weil einfach die Farbe so gut gepasst hat, Hypothermia von Jeffree Star. Dann gebe ich mir noch einen pastellgrünen Kajalstift auf die untere Wasserlinie. Und damit zeichne ich mir dann auch dieses typische digitale Netz ins Gesicht, was sie immer zaubert.
Und damit das auch schön gerade wird, nehme ich einen Eyeliner als Lineal. Ja, die Steffi hat was im Köpfchen. Nicht. Mit einem grünen Lidschatten zeichne ich diese Linien danach. Und gehe dann nochmal mit einem weißen Eyeliner drüber, dass es so ein bisschen einen Neon-Laser-Effekt gibt. Mit dem lilanen Lip-Liner umrande ich dann auch meine Lippen. Und mit einem fliederfarbenen Liquid Lipstick, auch von Jeffree Star, fülle ich diese aus. Dann tusche ich mir noch ganz normal meine Wimpern und klebe mir Wimpern von BH Cosmetics, die Studio Pro Wimpern D301 auf. Die Perücke von Tekna habe ich auf Amazon gefunden tatsächlich. Ich hoffe, er gefällt euch. Wenn dem so ist und ihr bis hierher geguckt habt, schreibt bitte mal Tekna, die Federtechnologie, in die Kommentare. Und abonniert, gebt ein Like. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye, bye.